Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja Leute, was ist passiert? Vor genau einem Jahr und einem Tag starb Sandra Uhmann durch eine Aktion der letzten Generation in Berlin. Und die letzte Generation machen sich darüber nur lustig. Sie machen sich lustig über den Tod dieser Frau, laut dem Motto, shit happens nun mal. Und dass diese kriminelle Organisation noch weiter existieren darf, trotz vieler Razzien der Polizei, irgendwie sind die letzte Generation und deren Bosse wie Schlangen. Denn auch ohne Kopf beißen sie immer noch. Doch dieser Kopf scheint langsam aber sicher vom Körper abzutrennen. Und es wird auch lange dauern, bis auch der Rest des Körpers still werden wird. Und genau das ist bei der letzten Generation der Fall. Denn die werden nicht mehr auf Dauer existieren können. Denn dafür sind die Nerven der vernünftigen Menschen unter uns längst verloren. Denn wer einmal jemanden um die Ecke gebracht hat, sei es indirekt oder direkt, hat jeglichen Respekt verloren. Und nicht nur Respekt alleine, da gibt es noch viele weitere Punkte, die man der letzten Generation gar nicht mehr anrechnen würde. Sei es zum Beispiel Empathie, was sie überhaupt nicht beherrschen. Und zwar keiner der vielen Empathiearten wohlgemerkt, denn es gibt ja genug weitere. Aber dazu haben wir auch schon eine Reaction halt hochgeladen. Könnt ihr auf meinem Kanal ja finden. Und irgendwann geht bei der letzten Generation der Arsch auf Grundeis. Und dann wird diese Organisation weggestampft, sei es durch die Regierung oder von jemand anders. Und dann werden diese ganzen Störaktionen und lebensgefährdenden Maßnahmen aufhören. Da bin ich fest überzeugt. Und Sandra Uhmann wird auch nicht im Frieden ruhen können, wenn diese Organisation noch weiter existiert. Und wir natürlich auch nicht. Aber mehr dazu habe ich euch in einem Vortrag präsentiert. Das werdet ihr auf jeden Fall auf meinem Kanal finden. Kommen wir nun zum Wesentlichen. Der schweizerische Beobachter hat eine Meldung zum Thema Medikamente ins Internet gebracht. Weil ich mir die nicht alleine tun kann, sichere ich mir mit rein. Link zu diesem Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch Link zu meinem zweiten Kanal, falls es gefallen wird. Ich freue mich, wenn ihr darüber rauskommt. Das gleiche gilt auch für meine Kooperationspartnerin rund um Autismus am Bringen-Kanal, als auch der Link zu meinem David-Art-Kanal, falls ihr meine Comics leider mal geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel Risiko für Ungeborene, oder? Swiss Medic warnt vor Epilepsie-Medikament. Ja, und für Ungeborene riskant sieht man auch auf dem Foto, dass Schwangere diese nicht einnehmen sollte. Da ist auch so ein Verbotszeichen darauf. Angebliche Lesedauer 2 Minuten, aber wir von Kanal Autismus haben das schon länger gemacht. Aber na gut. Dank der letzten Generation ist es ja auch verschuldet worden. Aber gut. Fangen wir dann drum rum. Los geht's. Wenn Väter vor der Zeugung das Epilepsiemittel Depakine einnehmen, droht ungeborenen Kindern womöglich eine Entwicklungsstörung. Und wenn Zeitungsredakteure vor Erstellung eines solchen Artikels sowas einnehmen, dann droht bei denen womöglich eine Fehlinformation zu Themen, die sie gar nicht verstehen können bzw. nicht verstehen wollen. Aber gut. Lesen wir weiter. Swissmedic und mehrere andere Heilmittelbehörden warnen. Kinder von Männern, die in den 3 Monaten vor der Zeugung mit dem Wirkstoff Valproat behandelt wurden,
haben womöglich ein erhöhtes Risiko für neurologische Entwicklungsstörungen. Und um welche sogenannte Warnung handelt es sich da genau? Finden wir es heraus. Die in Anführungsstrichen vorsorgliche Warnung sprechen die Behörden aus, obwohl erst 2 von 3 rückblickenden Beobachtungsstudien aus 3 nordeuropäischen Ländern ausgewertet wird. Ja, und der 3. nordeuropäische Land wird wahrscheinlich auch dasselbe Ergebnis liefern, wie bei den erst 2 von 3 rückblickenden Beobachtungsstudien auch. Denn die Mehrheit hat natürlich Gewicht. Und da wir vernünftigen Menschen in der Mehrheit im Zusammenhang mit der letzten Generation gegen diese kriminelle Organisation sind, wird es natürlich für diejenigen, die meinen, Universitäten beschmieren, Menschen gefährden und wie vor einem Jahr und einem Tag eine Frau im Autismus-Spektrum aus dem Verkehr gezogen zu haben, ich habe zu dem Thema schon mehr als genug gesagt, auch zu dem einen Vortrag, aber wenn die letzte Generation nicht so ein Geschwür in unserer Gesellschaft wären, aber bei denen von den LG-Jüngern ist sowieso allen Hopfen und Malz verloren, also da gibt es auch keine Schulen, die sie halt in Sachen Deutschunterricht bekehren könnten. Oder da werden auch keine Arbeitsämter mehr helfen, wenn sie in ihren Bundeszentralregister einen Eintrag haben und nicht so schnell einen neuen Job bekommen. Oder mal ganz im Ernst, sollten Sodomisten und Menschenfeinde einen Job bekommen? So einfach? Würde auch nicht mehr bringen, wenn die dann auf ihrem Bundeszentralregister was drauf haben. Und deswegen lesen wir weiter. Swissmedic empfiehlt Epilepsiepatienten, die Depakine, Convulex oder ein anderes Medikament mit dem Valproat-Wirkstoff einzunehmen, mit dem verordneten Arzt mögliche Alternativen zu besprechen, als in Anführungsstrichen Vorsichtsmaßnahme. Als Vorsichtsmaßnahme. So. Warum denn nicht gleich noch mehr Medikamente in sich reinschaufeln, zusätzlich mit dem Valproat-Wirkstoff? Das ist ja so, als wenn man sich das Ganze wie smartlich in sich reinschaufeln sollte. Aber lese weiterkommen, bevor ich noch Meldung kriege. Die Heilmittelbehörde spricht lediglich von einer vorsorglichen Anpassung der Arzneimittelinformationen. Vorsorgliche Anpassung der Arzneimittelinformationen? Das ist für mich keine vorsorgliche Anpassung der Arzneimittelinformationen, sondern um eine vorsorgliche Erweiterung der Arzneimittelinformationen, weil da wird da auch mehr eingenommen. Und deswegen lese weiter. Dennoch müssen Medikamentenhersteller wie Sanofi neu auf der Packungsbeilage auf das mögliche Risiko hinweisen. Aber natürlich, sonst werden sie im schlimmsten Falle sowieso nicht zugelassen. Und was das sogenannte MMS angeht, das kann nicht zugelassen werden, das darf auch nicht zugelassen werden und sie werden auch nicht zugelassen. So einfach ist das. Da kann ein Jim Humble sich sonst so viele Gläschen mit dem Zeug reinschaufeln, wie man möchte. Fragt man sich nur, wie er das so geschafft hat, ohne umzukippen. Wahrscheinlich Fake. Alles Fake. Naja, was es mittlerweile auch an den LG-Jüngern überhaupt echt. Das sind sowieso auch bewegliche Zombies, die einfach nicht nachdenken können, was sie da tun. Und deswegen lesen wir weiter. Therapie nicht einfach abbrechen.
Swissmedic warnt gleichzeitig, dass Männer, die mit Valproat behandelt werden, die Einnahme nicht ohne ärztliche Rücksprache abbrechen sollten. Denn die Krankheitssymptome können sich verschlimmern. Ein eigenmächtiger, plötzlicher Abbruch einer Epilepsiebehandlung etwa kann Anfälle auslösen. Ja, das hatte ich oft genug thematisiert. Dann geht es um Wutanfälle und Schreianfälle und was weiß ich noch alles. Das kennen wir ja. Und deswegen lesen wir weiter. Trotz der Swissmedic-Warnung rät die Schweizerische Epilepsie-Liga in Anführungsstrichen von Vorschnelltherapieumstellungen ab. Die Fachorganisation schreibt, diese Information beruhe lediglich auf ersten Daten einer retrospektiven Auswertung, die bislang noch nicht abgeschlossen und publiziert sei. Ja, darüber haben wir schon am Anfang des Artikels auch gelesen, dass 2 von 3 nordeuropäischen Ländern mit ihren rückblickenden Beobachtungsstudien fertig seien. Da geht's. Die Ursache, Häufigkeit oder Schwere dieser Entwicklungsstörungen bleibt daher zum aktuellen Zeitpunkt offen. Schon beim Wort Schwere der Entwicklungsstörungen, unabhängig davon, ob es direkt zum Thema Autismus geht oder nicht, da kann man doch neutrale Stimmung kriegen. Meine Güte, kann man sich nicht ausdenken. Meine Güte, kann man sich nicht ausdenken. Weiter geht's mit dem nächsten Abschnitt. Schon seit Jahren ist bekannt, dass Kinder mit Fehlbildungen und Entwicklungsstörungen zur Welt kommen können, wenn ihre Mutter während der Schwangerschaft Valproat-Medikamente wie Depakine eingenommen haben. Und wir haben auf dem Bild gesehen, dass die für Schwangere nicht geeignet sind. Weiter geht's. In der Schweiz sind mehrere Dutzend Fälle dokumentiert. Seit mehreren Jahren ist ein juristisches Seilziehen darüber im Gang, ob der Medikamenthersteller Sanofi ausreichend vor den möglichen Nebenwirkungen gewarnt hat. Ja, bei Contergan ist es ja irgendwie genauso gewesen. Doch nach zahlreichen Fällen wurde Contergan dann eingestampft. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was auch mit Contergan auch zusammenhängt, nämlich was auch Missbildung betrifft. Aber nicht nur das. Um nochmal bei Valproat zu bleiben. Gesichtsanomalien, Missbildungen, Entwicklungsstörungen. Deswegen kommen wir jetzt zu diesem Abschnitt. Valproat-Medikamente sind schon mehr als 50 Jahre auf dem Markt. Seit 50 Jahren, also 1973 spätestens. Das ist die Zeit nach Contergan gewesen. Also hat man ein Nachfolgemedikament irgendwie entwickelt. Denn Mitte 1961 wurde Contergan rezeptpflichtig und Ende November des Jahres vom Markt genommen und dann wenig später verboten. Und dann hat man nach einem Nachfolgemedikament gesucht und das wäre dann Valproat. Zwar mit ein paar Warnungen über die Nebenwirkung, aber anscheinend nicht ausreichend genug. Aber das werden wir jetzt in den nächsten Sätzen noch genauer erfahren. Schon früh war bekannt, dass sie schwerwiegende Schäden am ungeborenen Kind auslösen können. Ärzte verschrieben diese Epilepsiemittel trotzdem schwangeren Frauen sowie Frauen mit Kinderwunsch. Inzwischen geht man davon aus, dass etwa 10% der Kinder, die in der Schwangerschaft mit dem Wirkstoff ausgesetzt waren, mit Missbildung geboren wurden, wie Gesichtsanomalien, offener Rücken, Missbildung an der Wirbelsäule, an Lippen, Kiefer- oder Gaumenspalte, Herzfehler und anderes. Bei etwa 30-40% der betroffenen Kinder kommt es zu schweren Entwicklungsstörungen wie kognitive und psychomotorische Beeinträchtigung, Autismus-Spektrum mit S übrigens geschrieben. Und ich möchte noch was sagen. Autismus-Spektrum heißt das. Lasst bitte Wörter wie Entwicklungsstörungen oder Störungen ganz weg.
Ich lese mal den letzten Abschnitt weiter, bevor ich noch einen Meltdown kriege, der wirklich alles niedermacht, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, ist falscher Satz, aber ich kann einfach nicht anders sagen. Es geht nicht. Weiter geht's. Motion für Entschädigung abgelehnt. In Frankreich kam es aufgrund der vielen Fälle 2016 zu einer strafrechtlichen Untersuchung. In der Folge wurde für die Betroffenen ein Entschädigungsfonds eingerichtet. In der Schweiz lehnte der Bundesrat eine Motion der Waadtländer SP-Nationalrätin Brigitte Grotas für einen solchen Entschädigungsfonds ab. Diese Forderung wurde schließlich stillschweigend abgeschrieben, weil sie im Nationalrat nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit traktandiert wurde. Nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit traktandiert wurde. Also hat man denen nur eine Woche Zeit gegeben, oder wie? Zu kurz, wie ich finde. Was soll ich dazu sagen, Leute? Um nochmal zu dem Autor des Artikels zurückzukommen, obwohl wir den gar nicht erwähnt haben. Otto Hostetler ist bei Beobachter als Redakteur bzw. Reporter tätig. Seine Schwerpunkte sind investigative Recherchen im Bereich Pharma, Energie, Konsum, Cybercrime und Lobbyismus. Und vor diesem Redakteur bzw. Reporter, ihr habt Redaktor hingeschrieben, ne? Aber gut, vielleicht ist es hier in einigen Teilen der Schweiz normal, dass man halt Wörter anders ausspricht, viel mehr erfahren. Insbesondere wenn es um das aktuelle Thema Valproat geht. Was er dann rausfinden wird. Und deshalb meine Frage an euch: Was haltet ihr zu diesem Thema? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Also viel zu liken, also viel zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit einer medizinischen Meldung wieder. Und ich will mal sagen: Ciao, Leute!